Hey, was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und heute habe ich den Tipp für euch, wie ihr in allen Shootern euer Aim verbessern könnt. Und das Ganze ist relativ einfach, nämlich mit einer App bzw. einem Spiel, und dort könnt ihr wirklich sehr krass euer Aim verbessern. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert wirklich. Und alles weiter dazu natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Videos zu Shootern aller Art zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Erstmal an allererster Stelle, wir haben ja heute den 24.12. Frohe Weihnachten an alle. Genießt das Fest und macht euch schöne Tage mit der Familie und rückt auch mal das Zocken in den Hintergrund. Nun aber zurück zum Spiel Aim Labs, welches völlig kostenlos zum Download auf Steam verfügbar ist. Dort könnt ihr wirklich enorm euer Aim verbessern. Ausgelegt ist das Ganze natürlich für den PC und ist auf alle Arten von Shootern anzuwenden und wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Viele E-Sportler oder auch Spieler, die im progressiven Bereich tätig sind, nutzen Aim Labs oder haben zumindest Aim Labs genutzt. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das empfehlen auch sehr, sehr viele E-Sportler, beziehungsweise nehmen das Ganze auch ein wenig als Geheimtipp. In Richtung Valorant und Rainbow Six gibt es sogar im Spiel sogar offizielle E-Sports-Trainingsmodis, die besonders nah an beiden Spielen dran sind. Es gibt zum Beispiel keinen Battlefield-Modus, das Aim ist natürlich auch in Aim Labs anders als in Battlefields oder Call of Duty zum Beispiel. Aber gerade so Sachen wie Spider-Shots oder viele, viele weitere Sachen können dort eben geübt werden. Und so könnt ihr schneller Targets switchen und wisst zum Beispiel schneller, wo der Kopf ist und viele weitere Sachen. Genau sowas wird da eben trainiert, das seht ihr auch im Hintergrund. Ich kann jedem nur raten, das Spiel 2 bis 3 Runden am Tag mal zu zocken, neben natürlich euren anderen Shootern. Aber gerade seitdem ich Aim Labs benutze, ist mein Aim wirklich spürbar besser geworden. Viele von euch wissen das ja vielleicht bereits von meinen Streams. Ich bin vor einigen Jahren auf Konsole umgestiegen. Ich glaube, ich habe vorher so 10 bis 15 Jahre PC gespielt und bin dann 2, 3 Jahre auf Konsole umgestiegen. Und jetzt steige ich natürlich wieder zurück auf den PC, weil es mir einfach besser gefällt und der PC-Markt enorm gut geworden ist. Aim Labs finde ich auch persönlich, wenn man es richtig macht, ist auch wirklich anstrengend für den Kopf. Es ist halt wirklich ein, sagen wir mal, wirkliches Training fürs Gehirn auch, weil es halt wirklich auch teilweise halt wirklich Fähigkeiten verlangt. Zum Beispiel gerade dieses Kugelverfolgen oder so, fand ich persönlich sehr, sehr anstrengend. Neben Aim Labs kann ich auch immer empfehlen, zum Beispiel in Valorant oder generell auch in Battlefield, zum Beispiel Pattern-Muster auswendig zu lernen. Heißt zum Beispiel in Rust, Battlefield, Valorant, wenn man mit einer Waffe im Dauerspray sich befindet, hat die immer einen bestimmten Recoil. Heißt zum Beispiel Valorant gibt es zum Beispiel einige Waffen, die hochziehen, dann nach links, wenn man eben im Dauerfeuer sich befindet. Und so kann man eben dagegen halten und quasi gegensteuern, dass die Waffe immer noch gerade schießt. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Shooter spielt oder sonstiges, auch einfach mal ins Trainingsmenü zu gehen, beziehungsweise in den Trainingsmodus oder auch im normalen Spiel, einfach mal euch vor eine Wand zu stellen, mal Dauer zu sprayen und mal zu gucken, wie die Kugeln eigentlich fliegen. In Battlefield ist das Ganze ein bisschen ein Zufallsmuster. In Valorant kann man zum Beispiel das Muster sehr, sehr gut erkennen. Was ich auch noch an der Stelle sagen möchte, viele predigen immer, dass man das Ultra-Mega-Setup braucht. 300 FPS, 144 Hertz Monitore, Ultra-Lightweight-Maus, die beste Tastatur, die es jemals gegeben hat. Natürlich trägt das mit dazu bei, dass man ein sehr guter Spieler wird. Aber das ist eben der Feinschliff. Die Basis stellt ein sehr gutes Aim und Movement dar. Und genau um das zu trainieren, ist Aim Labs auf Steam sehr empfehlenswert, selbst für erfahrene Spieler. Deshalb kann ich nur empfehlen, das Ganze mal runterzuladen bei Steam. Wie gesagt, ist völlig kostenlos. Testet das Ganze mal aus, übt euer Aim und ihr werdet merken, wenn ihr das Ding mal 4, 5, 6, 7 Tage benutzt, dass euer Aim spürbar besser wird. Gerade Valorant oder auch Rainbow Six Spielern kann ich das Ganze sehr empfehlen. Aber natürlich auch Battlefield Spielern, Call of Duty Spielern oder egal welcher Shooter. Ihr werdet definitiv besser und es wird nicht schaden, wenn ihr 20, 30 Minuten am Tag mal investiert und das Ganze mal übt. Ja, Freunde, soviel zu dem Thema erstmal. Aim Labs auf Steam, wie gesagt, test es gerne mal aus. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du bereits Aim Labs kennst. Wenn du es noch nicht kennst, schreib gerne mal rein, wenn du es ausgetestet hast und du selber schon gemerkt hast, okay, das könnte auf jeden Fall was bringen. Schreib es mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Haut rein, bleibt gesund, euer Swishy.